Um diese Ungleichung zu lösen, erstellen wir eine Zeichentabelle. Wir machen eine Zeile für die Variable x, eine Zeile für den Faktor minus 2, eine Zeile für den Faktor 2 minus 3x und eine weitere Zeile für den Faktor 3 minus 2x. Die letzte Zeile ist dann gedacht für das gesamte Produkt. Wir tragen jetzt die Nullstellen von jedem einzelnen Faktor in diese x-Zeile ein. Minus 2 ist niemals 0, ganz egal wie viel x ist. Minus 2 hängt gar nicht von x ab. Minus 2 ist immer minus 2, also keine Nullstelle. Der Faktor 2 minus 3x, der hat als Nullstelle 2 Drittel. Und der Faktor 3 minus 2x hat als Nullstelle 3 Halbe. Diese zwei Nullstellen werden in diese x-Zeile in arithmetischer aufsteigender Reihenfolge eingetragen. Also die kleinere Zahl links, die größere Zahl rechts. Der Faktor minus 2, der ist immer streng negativ, ganz egal wie viel x ist. Also schreiben wir hier überall ein Minus. Wie man die Vorzeichen eines Binom ersten Grades festlegt, wird genauestens erklärt im Tutorial D4018 zum Binom ersten Grades. Das funktioniert wie folgt. Wenn x 2 Drittel ist, dann ist dieses Binom gleich 0, also setzen wir da eine 0. Rechts von dieser 0, also hier, setzt man überall das Vorzeichen von a, das heißt das Vorzeichen von der Vorzahl von x. Die Vorzahl von x ist hier minus 3, also rechts von der 0 schreiben wir überall ein Minus, weil minus 3 ja streng negativ ist. Und links von der 0 das entgegengesetzte Vorzeichen. Dieser Faktor 3 minus 2x, der wird 0, wenn x 3 halbe ist, also schreiben wir da eine 0. Rechts von der 0 schreiben wir das Vorzeichen von a, also Minus, und links von der 0 das entgegengesetzte Vorzeichen. Und jetzt deuten wir diese Tabelle. Wenn x 2 Drittel ist, ja, minus 2 ist streng negativ, dieses Binom ist dann 0 und dieses Binom ist dann streng positiv. Eine streng negative Zahl mal 0 mal eine streng positive Zahl, das ergibt natürlich 0. Wenn x 3 halbe ist, dann steht hier eine streng negative Zahl, da auch und hier 0. Eine streng negative Zahl mal eine streng negative Zahl mal 0, das ergibt natürlich 0. Wählen wir einen x-Wert streng kleiner als 2 Drittel, dann haben wir hier eine streng negative Zahl, hier eine streng positive Zahl und hier auch eine streng positive Zahl. Und negativ mal positiv, das ergibt negativ. Zwischen 2 Drittel und 3 Halbe haben wir negativ mal positiv, also positiv. Und rechts von 3 Halbe haben wir negativ mal negativ, also negativ. Das ist die Zeichenzeile für dieses Produkt. Und gefragt wird hier, wann ist dieses Produkt größer gleich 0? Das ist genau in diesem Bereich. Also markieren wir diesen Bereich in grün. Jetzt fahren wir diesen grünen Bereich nach oben bis in die x-Zeile, also so, und deuten, wenn x sich zwischen 2 Drittel und 3 Halbe befindet, dann ist dieses Produkt größer gleich 0. Also ist dieses Intervall die Lösungsmenge dieser Ungleichung. Also nochmal, wenn x sich zwischen 2 Drittel und 3 Halbe befindet, beide Zahlen eingeschlossen, dann ist dieses Produkt, wie hier gefragt, größer gleich 0. Wir können diese Lösungsmenge überprüfen, zum Beispiel per GeoGebra. Wir lassen einfach diese Funktion zeichnen, da ist ihr Graph, und stellen fest, effektiv, wenn x sich zwischen 2 Drittel und 3 Halbe befindet, dann, also wenn x hier ist, dann ist f von x nach oben
Also hier streng positiv und bei 2 Drittel und 3 Halbe selbst ist dieses f von x gleich 0. Außerhalb von 2 Drittel und 3 Halbe, da haben alle x-Werte ihr Bild nach unten gerichtet, also negativ. Diese Grafik bestätigt unsere Lösungsmenge. Und die Übung ist beendet.